Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV, das Ganze am Freitagabend. Ja, immer am 3. Juni werden böse Erinnerungen wach. Erinnern Sie sich noch an das Hochwasser vor 6 Jahren? Damals stand auch die Zeitzer Unterstadt unter Wasser. Die Bürgerinitiative Flut 2013 hatte gemeinsam mit der Zeitzer Wasserwehr aus diesem Anlass am Montag eine Übung zum Hochwasserschutz angesetzt. Die Bürgerinitiative, die möchte vor allem helfen, die Kräfte zu bündeln und den Forderungen nach ausreichend Hochwasserschutz mehr Nachdruck zu verleihen. Der Sommer 2013 ist den Zeitzern noch immer im Gedächtnis. Damals stand das Wasser der Elster bis in die Unterstadt. Nach 6 Jahren stellen sich die Bürger die Frage, was bisher zum Hochwasserschutz getan wurde. Auf private Initiative zurückzuführen ist die Gründung einer Wasserwehr. Nun stelle ich mir die Frage, ihr trainiert das Ganze hier, ja, für Notfall? Ja, wir trainieren das hier, ja, und wir haben heute zum Beispiel einen Aufkaden mit Balletten, um eben hier die Unterführung zu schließen, dass jetzt eben von der Wasserseite aus dem Auenwald, aus dem Tiergarten, ja, kein Wasser eben Richtung Themannstadion dringen kann. Ja. Und das ist eben hier eine Ausbildung, die wir heute gemeinsam mit der Bürgerinitiative durchgeführt haben. Solch ein Training fand in dieser Woche statt. Hier wurde mit einfachen Mitteln eine Wassersperre unter einer Bahnbrücke aufgebaut. Damit trainieren die Mitglieder der Wasserwehr, um für den Notfall gerüstet zu sein. Ja, wir bereiten uns eben darauf vor. Wir hoffen, dass es nicht ist. Aha. Und wie schon gesagt, wir brauchen auch jede Unterstützung von den Bürgern der Stadt Zeitz. Ja, würden uns auch freuen, wenn mehr Bürger der Kernstadt, ja, uns auch voll unterstützen, indem sie in der Wasserwehr eintreten. Aber bis jetzt, wie schon gesagt, ein Kamerad da bei uns unterstützt, aber eben die Bürgerinitiative hat sich bereit erklärt, uns eben jetzt zu unterstützen und uns mitzuhelfen, ja, auch an Ausbildung mit dran teilzunehmen, beziehungsweise Sponsoren zu suchen, damit unsere Ausrüstung vervollständigt wird. Für den Vorsitzenden der Zeitzer Bürgerinitiative Flut 2013 ist das jedoch nicht genug. Ich selber beschäftige mich schon seit 2010 mit der Problematik, weil ich auch relativ nah an der Weißen Elster wohne. Und ja, letztes Jahr im Sommer hat es dann einfach gereicht, weil es noch vieles gibt, was in der Stadt Zeitz einfach im Argen liegt. Zum Beispiel gibt es bis heute keinen ereignisbezogenen Notfallplan. Das heißt, was uns Bürger interessiert ist, im Falle eines Falles, wo können wir unterstützend helfen? Wo können wir hingehen? Wo kriegen wir die Mittel dazu? Wie können wir die Kollegen der Wasserwehr unterstützen? Sie sind fachlich geschult. Aber auch die Wasserwehr muss wissen, wie viel Sand brauche ich wo? Wo kommt der Sand her? Wer fährt hin? Und dieser Plan, den versuchen wir seit einem Dreivierteljahr in Augenschein zu nehmen, ist leider bis heute noch nicht vorliegend, beziehungsweise wir haben ihn noch nicht gesehen. Und das beunruhigt natürlich die Bürger ungemein, weil wir müssen uns selber schützen. Und es ist auch nicht gedacht, dass immer alles, wir wollen uns nicht hinstellen und sagen, ja, die Stadt muss machen, die Stadt muss machen. Nein, wir wollen selber mit teilhaben. Wir wollen nicht außen vor stehen, weil im Prinzip sind wir diejenigen, die auch nachher das Leid tragen. Und daraus hingehend hatten wir uns dann entschlossen, stärker mit der Wasserwehr zusammenzuarbeiten und haben erstmal über die Problematik erfahren, dass zum Teil Ausrüstung fehlt und das seit 6 Jahren, wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen haben wir dann auch Sponsoren, Baumärkte, der Hellwig Baumarkt hat was dazu gesteuert, um wenigstens kleinste Teile, dass wir auch was zusteuern können, weil wir wissen alle, die Haushaltslagen sind nicht immer die besten, aber wir möchten natürlich eine funktionierende Wasserwehr. Und haben leider aber trotzdem das Gefühl, gerade hier in Zeitz, dass diese Gefahr einfach unterschätzt wird, absolut unterschätzt wird. Ich muss sagen, seit ich die Tätigkeit aufgenommen habe der Bürgerinitiative, muss ich sagen, stoßen wir an sehr vielen Stellen auf Unverständnis bzw. Desinteresse. Wir haben den Kontakt gesucht zur Stadt, wir haben den Kontakt zum LHW, wir haben den Kontakt zu den Stadträten gesucht und auch mit
Leuten auf der Landes- und Bundesebene schon gesprochen, Politikern, und oftmals festgestellt, dass es diesen Leuten auch an Informationen fehlt, die wir doch mühsam zusammentragen. Weil für uns ist das ein Hauptanliegen. Wir verstehen, es gibt viele Sachen, die diese Politiker auch machen müssen. Die können nicht so informiert sein. Und deshalb haben wir auch uns bemüht, zum Beispiel in der Stadt Zeitz, und haben alle Stadträte eingeladen an einen Informationsabend, wo wir unsere Informationen gerne erklären wollten. Und von allen eingeladenen Stadträten sind 2 gekommen. Und das zeigt einfach ganz klar, wo das Interesse liegt und wer hier Interesse hat an der Sache und wer nicht. Meine letzte Frage für heute, welchen Wunsch haben Sie? Ja, erstmal, dass überhaupt kein Hochwasser mehr kommt. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Aber generell, dass wir jetzt auch mit dem neuen Stadtrat vielleicht auf mehr Interesse stoßen, dass die sich dieser Verantwortung mehr widmen und auch die Bürger der Stadt Zeitz wieder dem Ganzen mal mehr Gehör schenken. Weil man merkt schon, es ist fast so eine Hochwasserdemenz, kann man sagen. Man vergisst sehr schnell. Und man darf nicht vergessen, wir hatten schon im Januar wieder diese Situation, wo nur Zeitz eine Warnstufe hatte und alle anderen anliegenden Städte und Gemeinden nicht. Also hier ist noch einiges im Argen und das wäre schon schön, wenn da sich mehr bewegt. 6 Jahre hat das Wasser die Zeitzer jetzt verschont. Doch dass das Wasser einmal wiederkommt, ist klar. Es fragt sich nur wann und ist Zeitz dann auch vorbereitet und wer trägt die Kosten für die entstandenen Schäden? Was passieren kann, wissen alle, die 2013 betroffen waren, und wir möchten mit unserem Bericht aus dem Jahr 2013 noch einmal daran erinnern. Der Dauerregen von Mai bis Anfang Juni und die davor recht lang anhaltende, teils frostige Zeit hatte dazu geführt, dass sehr große Wassermassen nicht wie sonst nach und nach durch die Flüsse ihren Weg zum Meer fanden, sondern geballt. Wie wir erfahren durften, war das viel zu viel auf einmal, auch wenn sich die Situation so dramatisch anfangs nicht dargestellt hatte. Zumindest hat niemand im Burgenlandkreis damit gerechnet, dass nach den Jahrhunderthochwassern in den 90ern und zu Beginn dieses Jahrtausends ein solches, noch größeres Hochwasser folgen wird. Am 1. Juni 2013 schien es so auszusehen, als ob der Wasserstand nur mal etwas höher ist. Meine, ich kann mich entsinnen, dass wir vor Jahren im Juni auch schon so ein Hochwasser hatten. Also ist es keine Seltenheit. Doch gab es zu diesem Zeitpunkt auch schon besorgtere Stimmen, denn mit Straßensperrungen gehen für alle Einschränkungen einher. Es ist aber nicht schön für die, die jetzt irgendwie nach außerhalb fahren müssen und kommen in solche Gebiete, wo halt Hochwasser ist, und müssen große Streckenumgehungen fahren. Das kann man nur hoffen, dass das noch ein Weilchen so bleibt, dass sie noch an ihren Arbeitsort kommen und nicht irgendwann mal auf der Strecke bleiben müssen. Doch das trat dann ein und hält teilweise immer noch an. Auch in Schönburg blickte man am 1. Juni mit Sorge auf das, was noch kommen könnte. Das macht uns schon stark zu schaffen. Ich sage mal so, am Bootshaus Schönburg, da geht es, das sieht man ja, die Boote sind hochgeräumt, da waren wir drauf vorbereitet. Währenddessen im nebenan Naturkundehaus ist ja ein weiter steigender Pegel zu erwarten. Die Tiergehege hinten sind schon vollgelaufen. Wir mussten jetzt die Tiere schon weiter auf eine höhere Stelle und nach vorne bringen. Und das kann uns passieren, wenn die Pegel weiter steigen, dass wir sogar die Tiere evakuieren müssen. Wenn man jetzt so den Pegelständen im Internet Glauben schenken darf, denken wir mal, dass noch 50 cm kommen. Es gibt aber Gerüchte, dass auch bei Oldesleben eventuell der Damm bricht oder weil er schon durchweicht ist. Dann ist nach oben offen. Also das Jahrhunderthochwasser von 94 hier in der Saale ist nicht ganz ausgeschlossen, dass wir die Pegelstände erreichen. Für uns hat eigentlich in den Anfängen diese Hochwasserlage am vergangenen Donnerstag begonnen. Da gab es so die ersten Anzeichen auch von den Unwetterwarnungen her, dass wir uns auf Hochwasser einstellen konnten. Und seitdem hatten wir eigentlich mit den entscheidenden Stellen auch im Burgenlandkreis den Kontakt gesucht und aufgenommen. Das hat dann dazu geführt, dass wir am Freitag im Rahmen der ersten Beratung dieses Stabes außergewöhnliche Ereignisse, das ist ein Arbeitsgremium vom Landrat, dabei gewesen sind, haben dann die ganze Entwicklung am Sonnabend ja noch recht skeptisch verfolgen müssen. Und am Sonntag ging dann auch der polizeiliche Einsatz sehr intensiv los. Wir haben dann am Sonntagabend hier gerade im Bereich Zeitz die ersten Evakuierungen haben müssen. Und seitdem war dann für uns auch volle
Action gewesen, sodass wir dann auch ab Montag früh eine komplette Hundertschaft der Bereitschaftspolizei hier vor Ort hatten, weil wir anfangs noch nicht wussten, ja, in welchen Dimensionen würden sich diese Evakuierungen vollziehen, und haben dann anschließend mit unserer Hauptaufgabe Schutz des Eigentums der Bürger, die diese Bereiche verlassen mussten. Und das haben wir dann mit ausreichend Kräften wahrnehmen können. Wir haben bisher glücklicherweise keine besonderen Vorkommnisse. Es gibt viele, viele Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Wir haben auch viele Hinweise überprüft und konnten glücklicherweise feststellen, dass es eigentlich in diesem Bereich eine einzige Straftat gab. Und selbst da müssen wir noch ermitteln, ob da tatsächlich ein Hintergrund Hochwasser ist oder ob das nicht eine Straftat ist, die auch unter anderen Umständen genauso begangen worden wäre. Da Naumburg genug Fläche bietet, in denen sich Hochwasser ausbreiten kann und nur wenige Bauwerke in diesen Bereichen stehen, waren die Auswirkungen dieser Flut für die Domstadt relativ glimpflich. Gärten in den Überschwemmungsgebieten allerdings wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. In Weißenfels war die Lage schon dramatischer, denn auch die Maßnahmen, die von der Feuerwehr getroffen wurden, halfen nur bedingt, dass sich das Wasser einen anderen Weg in die Innenstadt suchte und zahlreiche Straßen quasi durch die Hintertür erreichte und ohne entsprechende Ausrüstung unpassierbar machte. Ja, der absolute Schwerpunkt war wirklich hier die Stadt Zeitz gewesen. Es wurde ja noch ein bisschen erschwert. Die Elster hat ja nun tatsächlich die Stadt in zwei Teile halbiert. Und da gab es ja auch Probleme mit der Verkehrsorganisation, die aber doch mehr oder weniger von den Bürgern akzeptiert wurde. Und ja, herausragend war noch der Bereich um Wetterzeube herum. Wetterzeube direkt und auch drumherum. Da waren ja auch einige Gehöfte dann zeitweilig abgeschnitten gewesen. Ja, es liefen Evakuierungen. Wir hatten dort auch anfangs im Polizeihubschrauber im Einsatz. Erreichbar war Wetterzeube nur über den Umweg über Treusig, da ein durch Dauerregen aufgeweichter Hang am 2. Juni abrutschte und die Straße unpassierbar machte, auch als das Wasser schon gewichen war. Die Sicherung des Hanges sollte einige Tage benötigen, da sich Gutachter die Sache ansehen mussten und zu prüfen war, in welchem Zustand sich die Straße selbst befindet. Die höchsten Pegelstände der Weißen Elster wurden am 3. Juni erreicht. Um die 6,50 Meter zeigten die Messstationen an. Normal ist ein Pegel um die 2 Meter. Dort, wo sich die Wassermassen ihren Weg bahnten, blieb mitunter kein Stein mehr auf dem anderen. Zu viel auch für das Tierheim in Zeitz, was am 2. Juni schon nicht mehr trockenen Fußes zu erreichen war. Am Freitag haben wir schon gemerkt, dass die Elster immer mehr anstieg. Und da haben wir uns nachmittags um 2 entschieden, Sandsäcke zu bauen. Ruckzuck wurde rundherum gerufen, also es ging ganz schnell, da hatten wir 50 bis 60, bis 70 Leute hier, die Sandsäcke gesackt haben, die gebaut haben, und da haben wir unseren richtig ordentlichen großen Damm bis hier hinter gebaut, in der Hoffnung, dass das nicht so eine große Flut wird. Bis abends um 8 haben wir hier rumgebaut, und in der Nacht habe ich der Feuerwehr angerufen, habe gesagt, wie sieht es denn am Tierheim unten aus, da sind die nochmal runtergefahren, haben geschaut und haben gesagt, ist besser, wenn sie hingehen, es drückt schon unten durch. Da sind wir in der Nacht hierher gefahren, haben die Hunde alle hier hochgeschafft, in die Hundeboxen, die wir hier hinten haben, und haben die über Nacht erstmal hier untergebracht. Und als wir dann früh kamen, konnten wir das Tierheim unten schon gar nicht mehr betreten. Also war der Hundebereich schon abgesoffen, das Wasser stand ungefähr einen Meter hoch. Und da wusste ich, die Hunde kenne ich zurück in die Zwinger, also mussten wir Sonnabend Pflegeplätze so schnell wie möglich vor 17 Hunde finden. Haben überall rumtelefoniert, Tierfreunde haben sich angeboten, manche standen gleich hier und da haben wir die ganzen Hunde verteilt. Als wir am nächsten Tag kamen, war der Hundebereich noch weiter im Wasser, also da stand das Wasser schon ungefähr 1,50 Meter unten. Und da haben wir uns entschieden, auch die Katzen privat unterzubringen. Haben wir überall rumtelefoniert, das ging freiwillig den ganzen Vormittag. Dann kam die Feuerwehr, hat gesagt, bis um 11 muss das Tierheim evakuiert sein. Es kommt richtig heftig, das Hochwasser. Da haben wir noch die ganzen Vögel untergebracht, ungefähr 40 Nymphensittiche, die wir hier hatten. Kleintiere, alle raus aus dem Tierheim. Prognose, die Tiere sind ja erstmal alle sicher untergebracht. Wir haben keins verloren, wir haben nicht irgendein Tier dadurch eingebüßt. Das war unsere größte Sorge. Und wir müssen dann unten erst einmal, so wie das Wasser weg ist, sauber machen, alles reinigen, den Schlamm raus und wieder ein paar Zwinger erstmal in Ordnung bringen, dass wir wieder Tiere aufnehmen können.
die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist riesengroß. Also ich möchte das wirklich mal hervorheben. Auch die Hilfsbereitschaft, das ist der Wahnsinn, wie viele Leute hier anrufen. Das Telefon, das hat laufend geklingelt. Wir kriegen einen Haufen E-Mails, die wir kaum abrufen konnten, weil wir gar keinen Computer mehr da haben. Das haben wir alles weggetan und in Sicherheit gebracht. Das müssen wir jetzt die nächsten Tage beantworten. Sachspenden sind schon in großen Mengen angekommen, sind auch schon wieder unterwegs. Ganz wichtig wäre vielleicht die finanzielle Seite, dass wir auch mit Geldspenden unterstützt werden. Weil wir wissen noch nicht, ob wir dieses Gelände hier halten werden. Also es kann auch passieren, dass das Tierheim sich einen anderen Platz sucht. Wir haben vor jedem Hochwasser, vor jedem Gewitter, vor jedem Winterhalbjahr, immer wenn Tauwetter ist, haben wir Angst. Und jetzt, nachdem wir das erlebt haben, also das wollen wir eigentlich nicht nochmal mitmachen. Für die Zukunft gilt es wohl, in Sachen Hochwasser Dämme zu erhöhen und einen Rückbau in Gebieten durchzuführen, die vom Hochwasser immer wieder betroffen sein könnten. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden, egal ob das Zeitz war, ob das die betroffenen Einheits- oder Verbandsgemeinden war oder auch die Stadt Weißenfels, die war sehr gut gewesen. Wir verfügen, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt in diesen Gemeinden über sehr, sehr arbeitsfähige Stäbe, die die Situation sehr real eingeschätzt haben und auch das Notwendige getan haben, ja, um die entsprechenden Kräfte ranzukriegen, um die Zusammenarbeit zu organisieren. Das war richtig zweckmäßig gewesen. Und zum anderen haben wir auch ein Solidaritätsgefühl der Bevölkerung wahrgenommen, wie man sich wirklich auch untereinander hilft. Das war wirklich schon herausragend in diesen Zeiten. Ja, aus der Sicht haben sich auch die sozialen Netzwerke bewährt. Man hat aufgerufen und hat auch entsprechend dann Hilfskräfte gefunden. Kleiner Wermutstropfen für uns. Das waren natürlich auch dann Nachrichten über angebliche Plünderungen und so weiter. Wir mussten natürlich überprüfen, haben die sie ernsthaft überprüft. So haben sich zum Glück nicht bewahrheitet. Spontan zur Hilfsbereitschaft hatte sich auch die evangelische Grundschule in Zeitz entschlossen. Wir hatten ja geplant, den Sponsorenlauf am letzten Freitag durchzuführen. Aber aufgrund der misslichen Wetterlage mussten wir das leider kurzfristig letzten Donnerstag absagen, das Laufen. Und dann hatten wir uns entschieden, auf jeden Fall es eine Woche zu verschieben, also auf den heutigen Tag. Und am Dienstagabend, nachdem wir so realisiert hatten, was für katastrophale Auswirkungen das Wasser hatte hier in Zeitz, haben wir gesagt, auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung, der erweiterte, haben wir entschieden, wir spenden einen großen Teil des heutigen Laufes für die Stadt Zeitz, für die Kinder und werden das Geld dem Oberbürgermeister überreichen. Wir haben dann auch noch eine weitere Auflage, sage ich mal, der Sponsorenzettel erstellt. Und von diesen Sponsorenzetteln, was dort draufsteht, das geht dann zu 100% an die Stadt. Ja, und wir hoffen auf eine große und gute Beteiligung, sodass wir einen ordentlichen Scheck überreichen können. Das würde uns sehr stolz machen. Ich habe sehr eigentlich mitgelitten und mitgebangt mit denjenigen, die es betrifft. Und deshalb machen wir das auch hier, einfach um ein Zeichen zu setzen, um zu helfen. Nach der Flut folgt neben der Bestandsaufnahme über die Schäden natürlich das Aufräumen, Säubern und Rausräumen dessen, was durch den Wasserschaden nicht mehr zu retten ist. Große Schäden hat das Wasser in der berufsbildenden Schule und deren Sporthalle angerichtet. Damit ist nicht nur der Schlamm gemeint, der deutlich macht, wie hoch das Wasser stand. In zahlreichen Werkräumen der Schule ist nun neues Parkett notwendig, da sich dieses durch Aufquellen den Raum nach oben gesucht hatte und in dieser Form nicht mehr verbaut werden kann. Aber auch Werkzeug und Mobiliar wird ersetzt werden müssen. Das Parkett der Turnhalle muss ebenfalls komplett erneuert werden. An Sportevents ist hier in der nächsten Zeit nicht zu denken. Ähnlich sah es auch bei der Kreisverwaltung aus. Auch hier begannen, noch während die Feuerwehr Wasser abpumpte, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten. Geschäftiges Treiben am 6. Juni auch in den Zeitzer Klinkerhallen. Gleiches Problem wie in der Sporthalle. Der Fußboden in beiden Hallen ist nur noch ein Fall für Entsorgungsunternehmen. Und auch einiges an Sportgeräten und Zubehör wird in dieser Form nicht mehr zum Einsatz kommen. Wann die Hallen wieder genutzt werden können, konnte bis dato nicht beantwortet werden. Moin Großer, alles Gute zum 18.
Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rico Möbel. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Feste sollte man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und das tat man auch in Hohenmölzen am vergangenen Dienstag in der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben in Hohenmölzen mal vorbeigeschaut, denn dort beginnt man das 20-jährige Jubiläum. Schon von außen war zu erkennen, hier ist heute ein ganz besonderer Tag. In den Räumlichkeiten der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes am Hohenmölzner Standort. Auf 20 erfolgreiche Jahre kann man zurückblicken. Heute gibt es einen Grund zum Feiern, 20 Jahre. 20 Jahre ist eine stolze Zahl und ist auch ein Grund, wo man mal zurückschauen kann. Wie hat es angefangen, das Ganze? Ja, also wir haben die Tagespflege hier in Hohenmölzen als eine der ersten Tagespflegen eigentlich im damaligen Landkreis Weißenfels im Jahr 1999 eröffnet. Und zwar war das genau der 1.6.1999. Es war damals ein relatives Novum. Wir hatten begonnen mit der Tagespflege hier in Weißenfels. Ich glaube, die einzige im Landkreis Weißenfels damals noch und haben dann die Tagespflege in Weißenfels anschließend eröffnet. Wir haben begonnen mit 12 Plätzen, also wir haben 12 Tagespflegegäste hier bei uns gehabt und sind mittlerweile bei 16 Tagespflegegästen. Ja, was ist die Tagespflege? Die Tagespflege ist eigentlich für Menschen da, die zu Hause am Tag alleine Schwierigkeiten haben, den Tag zu verleben. Und deswegen gibt es das Angebot der Tagespflege. Also die werden dann morgens hierher gebracht und nachmittags wieder nach Hause gefahren. Die werden hier verpflegt, die kriegen hier ihre Beschäftigungsprogramme. Wir haben ja auch ein Pflegebad. Das heißt also, wer zu Hause nicht mehr alleine baden kann, der kann natürlich auch hier mit unter Betreuung von den entsprechenden Pflegefachkräften ja auch gebadet werden. Und das trägt natürlich einfach auch zum Wohlfühlcharakter bei. Okay, ich gehe meine Runde weiter. Katja, du bist hier, du leitest das Ganze. Wie viele Unterstützer, wie viele Mitarbeiter hast du hier? Ich habe insgesamt sind nur 6 Mitarbeiter. Hier vorne ist mein ganzes Team. Ohne das wäre das gar nicht möglich, unsere Tagespflege hier zu leiten, unsere Gäste zu betreuen, unseren Gästen wieder zu Hause zu geben. Das ist Hand in Hand, was wir hier machen. Ja. Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Unsere Leute werden zu Hause abgeholt von unseren Fahrern. Dann kommen unsere Leute hier an, die werden begrüßt, die kriegen ihr Frühstück. Dann wird erzählt, was sie so erlebt haben, wie die Nacht war. Die Leute fangen alleine an zu erzählen. Dann werden sie beschäftigt, gerne was sie machen möchten, können sich aussuchen, das geht nicht strikt nach Plan. Gedächtnisübung, Ballspiele, Sport, ganz wichtig. Und alle wissen es noch, alle gönnen es noch, alle sind noch fit für ihr Alter. Dann gibt es Mittagessen, dann können unsere Leute Mittagsruhe machen, ganz individuell. Manche spielen Mensch ärgere dich nicht, wie unsere Gina, die spielt am liebsten Mensch ärgere dich nicht. Und dann 3:45 kommt der Bus und es geht nach Hause. No. Ich gehe die nächste Runde einen Schritt weiter. Ist eine Erweiterung noch geplant oder ist man jetzt hier am Limit angekommen? Hier in dieser Einrichtung sind wir am Limit angekommen. 16 Plätze ist das, was diese Räumlichkeiten hergeben, was wir laut Raumfunktionskonzept überhaupt umsetzen dürfen. Aber genau diese Zahl, diese 16-Zahl bringt es, dass diese Tagespflege diesen familiären Charakter hat. Ich komme öfters mal aus Weißenfels hierher und es ist immer, wenn ich hier diese Räumlichkeiten betrete, als wenn ich nach Hause kommen würde. Hier haben sich so viele familiäre Strukturen schon entwickelt. Der Bezug zu den Mitarbeitern und den Tagespflegebesuchern ist so eng und so familiär, dass es immer wieder ein Spaß ist, eine Erholung
und auch ich weiß gar nicht, wo ich die Worte herfinden soll, dieses Wohlgefühl, was man hier bekommt. Und daher sind diese 16 Plätze auch genau die, die wir behalten möchten, um dieses Einmalige in dieser Tagespflege aufrechtzuerhalten. Du machst das gerne, ihr macht das alle gerne. Aber wir wissen auch alle, ältere Menschen, ich will jetzt nicht sagen alte Menschen, aber ältere Menschen sind schwierig manchmal. Wie steht ihr das durch? Es ist ja eine Herausforderung jeden Tag. Wir stehen das ganz einfach durch, weil das ist unser Beruf, das ist unsere Leidenschaft. Ich kann das nicht beschreiben. Das sind meine Leute, wie gesagt, wie eine Familie. Egal, jeder hat anderen Charakter. Jeder Mensch ist hier anders, einzigartig. Und wir lieben sie so, wie sie sind. Ehrlich, es ist wirklich so. Und wir stehen das durch. Viele Gratulanten waren natürlich auch vor Ort. So auch Doris Hosemann. Frau Hosemann, wir sehen uns mal wieder zu einem Jubiläum. Diesmal nicht im Tanzclub, diesmal hier fürs Rote Kreuz. Sie haben das Ganze eigentlich damals auf den Weg gebracht. Ja, wir hatten das schöne Haus hier gekauft und mussten es ja beleben. Und dann war Bedarf für ältere Leute und auch für eine bestimmte Menschengruppe, die noch mehr Hilfe brauchte. Und das passt gut zum Roten Kreuz. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir hier eine Tagespflege. Und wir haben gesagt, für Hohenmölzen, aber wenn auch noch Bewohner aus dem Umkreis kommen. Und damals war es so, haben wir sogar von Weißenfels Klienten gebracht. Und es war immer eine schöne Zeit hier in Hohenmölzen, weil das Gebäude es hergibt. Und auch die Umgebung nicht allzu belebt, ist schön ruhig, wo man mal im Garten sitzen kann, wo man mal auch auf der Straße ein bisschen spazieren gehen kann. Und von Anfang an war es gut besucht und wir als Rotes Kreuz waren sehr zufrieden, weil auch die Bewohner auch sehr zufrieden waren. Frau Hosemann, jetzt sind 20 Jahre vergangen. Wenn Sie jetzt sehen, wie sich es entwickelt hat, da kommt doch Stolz auf. Ja, also auf jeden Fall, weil ja alles weiter gewachsen ist. Wir hatten damals 12 Plätze beantragt, haben dann erweitert auf 18 Plätze. Und mit ein paar kleinen Schwankungen, das ist bei älteren Menschen nicht anders, ist es gut besucht. Und Sie sehen ja, es ist immer gut hergerichtet, es ist immer freundlich. Und auch die Mitarbeiter bemühen sich also für die alten Menschen, das Machbare möglich zu machen. Und das ist ja unser Anliegen. 20 Jahre im Dienste für unsere älteren Menschen. Dafür gilt Dank und Anerkennung. Denn mit ihrer tagtäglichen Arbeit entlasten sie pflegende Angehörige und bieten den Pflegebedürftigen einen geregelten Tagesablauf mit viel Spaß, Freude und dem Gefühl der Geborgenheit. Auch für das bevorstehende Wochenende haben wir wieder einige Tipps für Ihre Freizeitgestaltung herausgesucht. Hier unsere Veranstaltungstipps für Sie. Die Saale Weinmeile ist eine alljährlich zu Pfingsten stattfindende Veranstaltung für Weinfreunde, für die Liebhaber der Saale-Unstrut-Region und für Touristen und Einheimische. Am Pfingstsamstag und Sonntag präsentieren täglich ab 9 Uhr die Winzer und Anwohner zwischen der Kurstadt Bad Kösen und dem Weindorf Rossbach unterhalb der Weinberge ein stilvolles Fest rund um den eigenen Wein. Auf der 6 Kilometer langen Wegstrecke kann der Weinfreund zum einen bei bekannten Weingütern einkehren, als auch bei den vielen Winzern, die ihren Wein im Nebenerwerb oder als Hobby anbauen. Der Eintritt ist frei und das Motto der diesjährigen Saale Weinmeile lautet: Tritt ein, genieße und verweile, das ist die Tradition der Meile. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.saale-weinmeile.de. Unter dem Motto »Es grün, so grün« können Sie am Samstag, den 8. Juni, an einer Sonderführung durch den Naumburger Domgarten teilnehmen. Der fast 1 Hektar große, malerisch gestaltete Domgarten vereint alte Teichanlagen sowie die Gärten der ehemaligen Domherrenhäuser. Beginn ist um 13 Uhr. 1907 wurde der Bismarckturm in Weißenfels fertiggestellt. Besteigen Sie doch mal die Turmkuppel und genießen Sie den Blick über die Saalestadt. Sie haben am Pfingstsonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit dazu.
Am Pfingstmontag öffnet die Blumenmühle in Würchwitz um 10 Uhr ihre Pforten zum Deutschen Mühlentag. Die Interessengemeinschaft Blumenmühle lädt Sie in ein historisches Ambiente zu einem gemütlichen Familientag bei Kaffee, Mühlenkuchen sowie deftigen Speisen aus dem Kessel und vom Grill in den geschichtsträchtigen Mühlenhof ein. Für eine freundliche Kulisse mit Spielspaß und mittelalterlichem Markttreiben sorgen wieder die fleißigen Mühlengeister. Außerdem sind noch Mühlenführungen der besonderen Art sowie jede Menge andere Überraschungen für Besucher vorbereitet. Das neue Theater in der Elsterstadt Zeitz ist immer ein Besuch wert. Jetzt steht ein neues Stück auf dem Plan und wir waren bei den Proben schon mal mit vor Ort. Theater ist für Henriette Rossner-Sauerbier ihr Leben. Ihre Aufführung grandios, der Applaus ohrenbetäubend. Das bestärkte die kleine Henriette in der frühzeitigen Wahl ihres Berufes, Schauspielerin. 8 Monate trug ich still die Trennung von Sophien. Sie sollten's weiter tun. Ihr kennt die Liebe schlecht. Die Liebe bilden wir, nur die Verkleidung nicht. Konnte ich denn anders? Was hat denn Ihr Prozess für einen Lauf? Auch in dem neuen Stück Der Bock als Gärtner zeigt Henriette, dass sie die Leidenschaft noch lange nicht verloren hat. Gemeinsam mit dem Regisseur André Rauscher hat sie dieses Lustspiel nach Zeitz geholt. Der Regisseur ist immer wieder begeistert von dem Stück. Ja, es ist eine kurzweilige Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, die mit Schwierigkeiten behaftet ist, angesichts der damaligen gesellschaftlichen Verwicklungen. Es handelt von einem Liebespärchen, das getrennt wurde durch ein Duell. Der Vater des Mädchens ist in einem Duell getötet worden und das arme Ding muss zu ihrem Onkel, der zwar sehr nett ist, aber dessen Ziel es jetzt ist, sie zu verheiraten. Der einstige Galan ist leider in diesem Duell involviert gewesen, sprich, der war der Sekundant und nach dem Gesetz sind Sekundanten gleich mit bestraft worden. Das Duellieren war nämlich zu dem Zeitpunkt gesetzlich verboten. Und da er nun geächtet ist, kommt er als neuer Gemahl nicht in Frage. Und nur so sucht der Onkel einen anderen. Der einzige eigentliche Galan allerdings möchte gerne trotzdem weiterhin der Ehemann werden und schleicht sich heimlich als Gärtner in die Familie ein. Das Schöne an dem Werk, welches am Samstag Premiere im Zeitzer Theater feiert, ist, dass es sogar einen lokalen Bezug hat. Und darüber schwärmt Henriette Rossner-Sauerbier noch heute. Und zwar ist der Autor Adolf Müllner ganz in der Nähe von hier geboren worden. Ich weiß immer nicht, wie das Städtchen heißt. Kurz vor Weißenfels, gehört jetzt zu Weißenfels und ist auch dort begraben. Und da gibt es auch eine Adolf-Müllner-Straße. Und er war zu Zeiten Goethes und Schillers hier bekannter und mehr gespielt als Goethe und Schiller. Und die Premiere dieses Stückes war in Wien im Burgtheater 1812. Das bedeutet schon ein bisschen was. Die Burg in Wien, das Theater ist ja nun ganz berühmt bekannt. Was auch lustig ist, die Schwester von Adolf Müllner hat unseren bekannten Liebesgedichtdichter und Autoren des Münchhausen geheiratet und somit waren die auch verwandt. Und wir machen jetzt zum Beispiel im Sommer Sommerfestival im Schloss. Und da haben wir beide auf dem Spielplan. Dieses, unser Stück jetzt, von Adolf Müllner und von Gottfried August Bürger, seinem Schwager, eine Lesung mit Musik. Mhm. Ja, also ganz spannend. Und der Ort heißt Langendorf. Fiel mir eben nicht ein. So amüsant das Stück auch ist, eine gewisse Tragik schwebt schon in dem Stück trotzdem mit.
Na, ein kleines Hauch Tragik muss immer dabei sein. Ansonsten ist es eigentlich nur noch albern und belanglos. Und wenn es dann tatsächlich um etwas geht, dann ist man ja auch mit dem Herzen sehr viel mehr dabei. Und dann ist die Erleichterung, falls dann etwas Erfreuliches passiert, auch viel größer, als wenn es nur so ein, sag ich mal, ein vergossenes Gläschen Milch wäre. Er hat nichts im Sinn auf der... Zum Abschluss wollten wir noch von André Rauscher wissen, was das Theater Zeit so besonders macht und ob er sich vorstellen könnte, hier öfters zu spielen. Grundsätzlich ja, es ist eine wunderschöne Bühne. Das macht sehr viel Spaß. Wir haben eine schöne tiefe Bühne, das hat immer sehr viel Schönes zum Spielen. Wenn das Publikum es gerne sieht, dann spielen wir auch sehr gerne hier und dann kommen wir auch gerne mit verschiedenen Stücken vorbei. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Dankbar reiche ich die Hand dem Pfleger der lieblichen Blumen, dass ich den Geber erriet, sagt ihm, und mehr noch, der Kuss. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, können Sie sich am 8. Juni um 19.30 Uhr oder am 9. Juni um 18 Uhr das Stück im Neuen Theater Zeitz anschauen. Und jetzt wird es nochmal sportlich und wir kommen zu den Spielansetzungen vom Wochenende. Wer wird nun wann gegen wen spielen? Hier unser Sportblick. Der Sport bei BLK Regional wird Ihnen präsentiert vom Mercedes-Benz Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. In der Fußball-Oberliga empfangen die Blau-Weißen am Pfingstsonntag die Elf vom VfL Halle. Der VfL belegt derzeit den 14. Platz. Anpfiff ist hier um 14 Uhr. In der Landesliga Süd läuft Schlusslicht Braunschweig-Petra beim SC Naumburg auf. Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr. In der Landesklasse 7 empfängt die zweite Mannschaft vom Blau-Weiß-Torbau die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels. SV Großgrimma genießt Heimvorteil und läuft im Ribbachtal gegen die Elf von Rot-Weiß-Weißenfels auf. Die Freiburger treffen zu Hause auf das Team aus Laucha. Für den SV Eintracht Gröbers geht's zum TSV Leuna. Die Kicker vom 1. FC Zeitz haben die Elf vom ESV Herren-Gosserstedt zu Gast. Und Wacker Wengelsdorf begrüßt am Samstag auf heimischen Rasen die Mannschaft vom SV Merseburg. Bei allen Spielen rollt der Ball am Samstag ab 15 Uhr. Der Sport bei BLK Regional. So dynamisch und vielfältig wie die Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz-Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen wieder für Sie mit dabei. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Genießen Sie die Sonne. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihren BLK TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.